hier kommentiere ich euch heute mal meine E-Dressur aus Delbrück-Westenholz. Und es geht auch direkt schon los. Hier seht ihr das Aufmarschieren. Wir waren dieses Mal an zweiter Stelle, was uns immer nicht ganz so gut liegt. Ich reite tatsächlich lieber an der Tete. Ja, genau, da kommen wir auch schon. Er rollt sich erst ein, um sich nämlich dann rauszuheben und ein bisschen durch die Gegend zu gucken. Robinho war heute irgendwie sehr spannig und guckig. Ich habe auch gar nicht versucht, da ihn wirklich viel runterzureiten. Da habe ich dann einmal durchgegriffen, da lief er dann auch sofort los. Das finde ich dann immer auch nicht schön. Ja, grüßen, dann ging es los im Trab. Ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Schön vom Fleck weg eigentlich. Ich hätte die Zügel irgendwie kürzer nehmen können. Es sieht so aus, aber er war ja eh schon so eng und ich saß irgendwie die ganze Zeit nur auf der Bremse und habe versucht, den Abstand einzuhalten. Da hat mein Vater einfach mal die Halle gefilmt. Die ist auch eigentlich ganz nett. Da kommen wir wieder. Ja, auf dem Zirkel geritten und aus dem Zirkel wechseln. Da hätte ich ihn besser umstellen können. Ja, da greife ich noch einmal nach. Ja, mein Sitz ist natürlich wie immer so ein bisschen unruhig, was aber auch heute wirklich daher kam, dass ich irgendwie immer nur gebremst habe. Jetzt auf dem Video sieht es gar nicht so schlimm aus, aber ich dachte, ich bin viel zu nah an dem Vorreiterpferd dran. Ja, angaloppieren war artig, war alles gut. Da hatte ich auch wieder irgendwie Platznot, total unbegründet, wenn ich mir das hier gerade so angucke. Vielleicht muss ich einfach mal Abteilungsreiten üben und Abstände lesen lernen. Ja, Galopptour gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut. Der Trab, der Übergang war scheiße. Ja, es kam, weil er mir im Galopp so ein bisschen unterm Arsch weggerannt ist. Genau, da musste ich einmal ein bisschen durchgreifen, weil er da tatsächlich zu viel marschieren wollte. Da finde ich es tatsächlich gerade gar nicht so schlimm. Er ist ein bisschen eng. Eigentlich sollten wir auch bei K durchparieren zum Schritt. Das kam für mich dann ein bisschen spät. Naja, war aber auch okay. Ich wollte eigentlich jetzt einen schönen Mittelschritt zeigen und wollte ihn da auch schön rauslassen vorne. Mal sehen, ob das geklappt hat. Oh, das Vorderpferd ist angezuckelt. Ja, doch, der gefällt mir ganz gut. Er tritt über, er streckt sich so ein bisschen nach unten. Das ist ja immer sein Problem, dass er, wenn er sich dann nach unten streckt, auch gerne mal eng macht. Er ist halt generell so ein Pferd, was sich gerne eng macht. Ja, Zügel aufnehmen und wieder antraben gleich. Da. Ja, also ich habe wirklich irgendwie versucht, meinen Sitz unter Kontrolle zu halten und hatte auch eigentlich ein gutes Gefühl. Wieder die wunderschöne Halle von Westenholz. Nett. Spiegelbild. Ja, da sind wir wieder. Nein, das ist das Vorderpferd. Aber da. Ja, auch wieder ein bisschen eng und über Tempo. Er müsste so ein bisschen schwebender gehen, finde ich. Also ein bisschen wie das Vorpferd. Halt so ein bisschen schwebender. Raumgreifender, ich weiß nicht. Ja, der Galopp gefällt mir wieder gut. Da springt er auch schön mit, finde ich. Sehr energisch auch von hinten. Also der gefällt mir wirklich gut. Ja, der Übergang war total zum Kotzen. Der kam auch irgendwie total abrupt für mich. Ich weiß auch nicht. Also die Übergänge waren in dieser Prüfung wirklich mein Problem. Den Sitz fand ich besser. Ich habe ja auch Sitzlonge gemacht jetzt die Woche über. Ich hatte das Gefühl, sie hat geholfen. Robinho war sehr fest im Rücken, hat mich nicht gut sitzen lassen. Daher kam das so. Ja, das ist schon die Schlussgrußaufstellung, wieder ein bisschen rausgehoben. Dafür steht er vorne geschlossen und hinten fast. Also okay. Genau, dann sollten wir zu den Richtern vorziehen und die Noten abholen. Das Vorderpferd hat eine 7,8 bekommen. Wir haben dann eine 6,4 bekommen. Und wurden demnach nicht platziert, was ich sehr schade finde, weil ich uns eigentlich wirklich dieses Mal viel besser fand, als die Richter es gesehen haben. Und auch wenn ich mir das Video so angucke, war es natürlich keine total fehlerfreie Vorstellung, aber sie war auch nicht so schlecht, wie sie dann bewertet wurde. Fand ich jetzt. Ansonsten gehe ich mit den Richtern eigentlich immer konform und sage, ja, ich hätte es irgendwie besser machen können. Heute habe ich irgendwie versucht, alles besser zu machen und es hat halt trotzdem nicht gereicht. Jetzt heißt es üben, üben, üben. Ich habe auch 2 Wochen Turnierpause und dann sehen wir mal, ob das Üben was gebracht hat. So, bis zur nächsten Woche.